Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Genshin Impact Folge. Wir geistern hier irgendwo im Nirgendwo rum. Oh, okay, diese Insel, da will ich noch nicht hin. Das ist ja komplett neues Gebiet. Wir farmen hier nebenbei ganz unauffällig die Waffeverstärkung von Dilok zusammen. Genau, das tun wir ganz unauffällig. So, greift uns hier nichts an, dann gehe ich da jetzt hin. Aber ja klar. Nchung! Batsch, batsch, batsch. Komm mal, durch Überladen kriegen die auf jeden Fall ordentlich Damage. Wenn ich dieses halb Feuer- und Blitzgedöns mache, sind die Gegner instant weg. So, Kniekiste ist weg. Die Echsen brauchen wir zwar jetzt eigentlich nicht mehr, ich töte sie aber dennoch. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Helichorn. Chille was? Helichorn. Und was sind Helichorn? So, hier ist noch Fleisch von letzter Folge. So, ich muss mal eben hier das Gedöns hier raufstellen und dann... Wo fliege ich damit hin? Einfach nur zu der Kiste? Tschung, fupp. Oh, bei dieser einen Zeitrenntroller Dandy war ja auch noch eine Kiste, ne? Bei den Enten. Habe ich gar nicht eingesammelt, ne? Hallo. Sag mal, hier nicht so am Ratscher. Aber ich muss auch nicht so am Ratscher bleiben. Zack. Oh, perfekt ausgewichen. Er setzt Agilität ein. Vigalität. Oh, guck mal, vier Stück kriegen wir auch direkt davon. Da oben wartet eine Herausforderung. Hallo, Herausforderung. Was kann ich für sie tun? Siege alle Gegner, dann krieg ich doch easy hin. Komm, Zinsum. Und dann du. Und dann du. So. Alle hinfort mit euch. Einmal durchblitzen hier. Easy. Batsch. Noch ein großes Feuerwerk für mich. Ich so toll bin. So, nächste Insel abgescheckt. Wo waren die Insel, wo wir mal hinfliegen sollten? Weil da war ja auch noch ein Ogelus. Hier ist nichts mehr, ne? Hier scheint alles friedlich zu sein. Hier ist auch soweit nix. Boah, zwei Geister? Erzähl. Aha, aha. Beide hier am Rumflitzen, du. Alter, ich komme gleich zu euch. Ich muss mal eben hier... jemand meinen Nieren beibringen, dass man sich nicht so anschleicht. Okay, jetzt hat er Dingsen gemacht. So, weiter. Du auch. Alle beide hier. Bum, bum. Poing. Eine Kiste. Poing. Noch eine Kiste. Und dann eine große Kiste. Dann nicht. Geil! Haben die mich von irgendwas abgelenkt? Nee, ne? Hey, ihr da im Busch. Hab ich gesehen. Im Raps. Ist das hier Raps? Ich weiß zwar nicht, welche hier die Schulen ich brauche. Töten sie einfach alle. Kann man schon nichts falsch machen. War alles nieder.
Da hinten haben wir noch eine Kiste. Oh, ebenfalls wieder Helikolen. Sabacho! Danke, danke. Danke, danke. Ich habe mir auch nicht gemerkt, was ich brauche. Wir sammeln ja eh immer alles ein, also. So. Haben wir noch was? Da ist eine Ente. Das Dante war doch da bei dem Geschloss, ne? Das heißt, die Kiste muss ja eigentlich da vorne ist die Brücke, genau. Und die Brücke lasse. Die Brücke. Die Kiste lasse ich jetzt nicht da liegen, einfach. Ich weiß, dass da eine ist. Da, die meine ich nämlich. Bei den Enten, ja. Bei den Enten! Nein, ich ertrinke jetzt. Die Ente hat mich besiegt. Oh, Batsch! So, das haben wir. Gut. Dann haben wir gleich das ganze Gebiet sogar vollständig abgekundschaftet. Wollte ich eigentlich gar nicht. Aber das haben wir gleich alles durch. Am liebsten möchte ich jetzt noch dahin, wo wir die ganze Zeit hingeflogen sind. Wir sind so da lang geflogen, dann sind wir da lang geflogen, also da vorne. Bei diesem Baum da sind wir gewesen immer. Das heißt, am besten, wenn da irgendwie so hingeflogen kämen. Aua! Wolltest du mich da runterschieben oder was? Blödes Schwein. Wollte mich einfach die Klippe runterschieben. Hat sich das zum Glück anders überlegt, aber ich war nachtragend. Guck mal, zwei Wanderer. Und ich komme einfach an und hau die einfach. Die haben nichts Falsches gesagt. Die haben mich nicht angegriffen. Ich komme einfach hin und hau den einfach aufs Maul. Das waren zwei friedliche Wanderer. Ich glaube, ich bin hier das Monster. Die haben mir gar nichts getan. Da haben wir wieder Helikon. Oh, hier. Plum. Boing. Hup. 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 Dankeschön. First try gewesen. Da haben wir auch noch Helikolen. Schau mal, beim Boot waren ja auch noch eine Kiste, ne? Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, dieses Gedulze hier. Hier, die Maske, die brauchen wir doch, oder? Plum. Ja, war ja klar, dass einer kommt. Das hier, bam, 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 bam. Das mache ich so selten mittlerweile. Sollte ich mal wieder öfters machen. So, leuchtender Nektar. So, mal gucken, ob wir überhaupt an den... Ja, da kommen wir doch easy ran, oder? Ja, sieht ziemlich hoch aus. Ich hoffe, dass wir da easy rankommen. So, da haben wir noch eine Kiste. Tschung, tschung. Tschung, tschung. Tschung. Poing. Oh. Na komm, 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 komm. Guck mal, wie viel Erfahrung wir schon wieder haben durch die ganzen Kisten, du.
Kannst du niemandem erzählen. Baba, guck mal, wie easy, ey. Wenn der zuhaut, der Vogel, und wir dann mit unserem Feuer ankommen. Da, guck mal, da haben wir noch einen Geist. Aber da wollen wir ja nicht rüber, ne? Also die Zone, die machen wir irgendein andermal. In 5 Minuten. Da haben wir noch das Lager. Okay, let's go. Guck mal, da haben wir auch noch wieder eine Kiste. So viele Kisten. Hier, bitteschön. Hab Freude. Hab Freude am Leben. Pum, 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 pum. So, da haben wir noch Erz. Ich glaube, wir sind auch... Ich guck mal eben. Weil wenn wir hier eh schon rumtouren, dann können wir das auch mit einer guten Waffe. Und ja, wir haben sie. Aufstieg, let's go. Boom, Stufe 3. Und jetzt? Und? 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 Ein Level. Ja, jetzt wird auch langsam teuer, was die Materialien angeht, ne? Die ganzen Level 3er will ich gar nicht verballern, oder? Will ich die ganzen Level 3er verballern? Ne, erstmal die Level 2er. Ja. Angriff geht auf 20% hoch. Kommen wir direkt Level 60. Bam. Und jetzt brauchen wir... Davon 3. Aber wir brauchen eh Abenteuerstufe 35. Warte mal, wir können ja wegen verfeinern, ne? Guck mal, wir können ja verfeinern. Woher kriegen wir die Waffe hier nochmal? Woher kriegen wir nochmal das Rezept, um so eine Waffe herzustellen? Ich weiß auch gar nicht. Also wir konnten uns einmal das kaufen, aber ich glaube sonst kriegt man das... Oh, warte mal. Wir haben hier was. Level 3. Ein Artefakt müssen wir noch auf Stufe 8 bringen. Komm, let's go, das machen wir auch nochmal eben. Haben wir denn noch irgendwas? Artefakte... Stufe 4. Haben wir da was? Hier ist auch Stufe 4. Elementarkunde. Komm, let's go. Stufe 5. Stufe 6. Noch haben wir genug Sachen. Stufe 7. Und Stufe 8. Plus Kritschaden. Und neue Items haben wir auch wieder übrigens. So, jetzt haben wir wieder ein Kapitel komplett fertig und kriegen dadurch. Bam. Was ist das? Mhm. Mit Z2 Teilen erhöht den aktiven Heileffekt der Figur. Erhöht den passiven Heileffekt. Mhm. Brauchen wir nicht. Kapitel 7. Da haben wir auch einige schon fertig. Stufe 3 beliebige Figuren hoch. Talente meine ich. Opfere eine Statue der 7 im Gebiet Mutter, erreiche Stufe 9. Haben wir. Besiege 10 Bosse in der Wildnis und sammle die Belohnung der jeweiligen Blüte. Haben wir. Schmiede 2 Waffen mit Stufe 4. Haben wir. Öffne 300 Kisten überall. Haben wir. Bestehe 3 beliebige Sphären des Verständnisses. Haben wir erst 0. Bestehe die Prüfung von Adrios, den Herrn der Wolfen, als Einzelspieler. Ein Wolf. Und Ebene Dings. Und lass 3 und lass 3 und 1 müssen wir noch auf Stufe 12. Okay. Na gut, das passiert ja eher alles automatisch. Und guck mal hier, Level 70. Das dauert eh also. Wenn, das können wir eh also erst machen, wenn wir Level
35 ist ein Abenteuerstufe mäßig, ne? Wie ist Bescheid. Da haben wir noch einen Ogelus. Da waren Tauben, die haben da hingekackt. Pum, pum. Ich habe die Kacke geklaut. Erwischt. Erwischt. Aber den Ogelus, ne? Weißt du, diesen Ogelus hier, ne? Du, jetzt mal hier erstmal die Kiste. So. Wir kommen hier gleich wieder. Hier wird wahrscheinlich... Oh, da ist ein Ogelus. Da ist er. Komm gleich wieder. Komm gleich wieder. Komm gleich wieder. Ich muss mich eigentlich mal wieder heilen gehen, ey. So, haben wir hier noch was Interessantes? Ein Buch zufällig? Ja, ein Buch, ein Tagebuch. Das müssen wir noch alles lesen, du. Alles lesen. Ich will da einsammeln. Da werde ich auch erstmal 2 Monate mit beschäftigt sein. Mit nur Bücher vorlesen. Let's read. Hey, dich wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich das Ding. Hä, wo kommt ihr denn alle her? Guck mal, den Eier mit Einschlagdruck gemacht. Ich brauche ein bisschen. So, ich muss meine neue Waffe ausprobieren. Komm mal her. Meine neue Power. Aha. Aha. Ja, so ein neues Schild gehabt. Gefiel mir. Guck mal, da kann man rein. Hi. Als ob ich das nicht sehen würde. So, was sollen wir hier machen? Ist das Wasser? Ich habe gar keinen Wassercharakter. Bleiben Sie hier. Ist das Wasser oder ist das Eis? Eis ist das nicht, das ist Wasser, ne? Wir haben gar keinen Wassercharakter, oder? Braucht man manche hier so zum Beispiel diese silberne Umrandung, ne? Die ist zum Beispiel so spitz, wie so ein Karo. So, die sind so und dann haben wir welche, die sind so viereckig. Und dann wieder so und dann wieder viereckig. Warum? Okay, hier mache ich mal das dahin. Weil haben wir nicht. Nicht, dass ich da jetzt ein Windsymbol hier mache. Dann kommen wir hier hin und sagen so, da ist noch ein Digger. Der rennt da rum. Hat gar keine Angst. Kaio. Kaio, 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 aua, aua. Hören Sie mal, Sie haben Dilok getötet. Der hatte gerade erst seine dicke Waffe eingesammelt, gebaut. Aua. Jetzt machst du dich auch noch über Fische lustig? Aua. Spinnt's ja wohl. Hier, friss den. Aua. Jetzt reicht es aber. Aua. Bam, 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 bam. Ich zeig dir, wo es lang geht. Hier, bam. Du kannst mir gar nichts. Ich komme mir so schwach vor mit Hoppelinchen. Kommst du mal da wieder runter oder was los? Aua! Ich wollte eigentlich was essen. Nein, nicht Karte. Mal eben hier.
Ja. Aber Linchen ist einfach zu schwach. Nein, er hat sein scheiß Schild wieder an. Na, wieso krieg ich so viel Schaden mit, die Lok? Hat er nichts an Erfahrung oder was? An Erfahrung gleich schon. Hat er nichts an Verteidigung? Ich habe eine neue Waffe und du machst es mir so schwer, weiß? Stirb jetzt. Ihn fort mit dir. Hä? Erzähl mir nix. Er cheatet doch. Er ist einfach wieder voll gewesen. Er läuft einfach in sein Lager und heilt sich. Was bist du denn für einer? Was ein Cheater hier. Nur weil er kurz vorm Tod war, muss er sich nicht wegschieben. Ich melde dich. Wirst du gebannt? Darfst nie wieder Truhenwächter spielen. Ich sag dir das. Ich kenne deine Mutter. Ich erzähle dir alles. Kipp doch einfach mal um hier. Kann doch nichts angehen. Hier rumschieben und dann muss man irgendwas fressen. Oh, ich bin vollgestopft. Mein letztes Leben jetzt, also. Jetzt kipp endlich um. Du Cheater. Kann doch nicht angehen. Oh. Ah. Kipp um! Was? Ja. Kann doch nicht angehen. Ganze Zeit machst du nichts und jetzt auf einmal hier rummocken. Der hat die ganze Zeit nur zugeguckt. Und dann denkt er sich so: Rache. Rache. Die Rache ist mein. Das denn da oben? Also Vogeleier. Sah aus wie so ein Bienennest. So ein Wespennest. Und meine Stimme verabschiedet sich langsam. Hört man das? Die so gut wie tot. Ich habe auch nur mit Cheatern hier zu tun. Tja, 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 Mann. Oh, danke schön. Danke, danke. Haben wir noch was? So, die anderen Waffen müssen wir natürlich auch noch alle hochleveln. Aber dann machen wir natürlich nicht jetzt und nicht so aktiv. Da haben wir... Ja, hier, das ganze Gebiet haben wir eigentlich auch noch, ne? Tja. Wenn ich die Kiste schon sehe, muss ich sie auch einsnacken. Gucken, was wir hier noch so finden. Was anderes schaffen wir ja eh nicht mehr in dieser Folge. Ist ja nicht so, dass wir jetzt noch den Endboss schaffen. Ah, der will hier Dinge haben. Oben haben wir eins. Kann ich das eigentlich auch abschießen? Und dann kommt der Stern zu mir geflogen? Nee, ne? Oder kann ich auch drei von den Dingern einsammeln? Hey, hier war doch was. Plum. Was ist hier? Eine Kiste. Guck mal, bald Level 32. Läuft bei uns. Und die Hauptquest wird uns überall hinführen, wo wir dann schon waren. Und dann freuen wir uns allen Keks, weil wir das alle schon gemacht haben. Ach guck mal, ich kann die Dinger mal wieder einsammeln. Ist einfach wieder gespawnt.
Oder ist der andere jetzt leer, den ich da weggemacht habe? Nee. Bumm. Ist der da unten auch gleich wieder da? Stimmt. Ist ja eh der letzte, glaube ich, jetzt hier, ne? Müsste ja der letzte sein. Tschüllung, plumm. So. Haben wir jetzt alles? Finde ich noch was? So, auf die Schnelle. Ich meine, das ist schon verdächtig hier, ne? Mit dem Fröschen. Hä? Was macht ihr denn hier? Tropft mir einfach vors Gesicht. Wo führst du hin? Aha! Schlüssel. Komm mal, easy mache ich euch jetzt weg. Komm mal her, da die Magel. Wie ist der denn gefallen? So, mit einem Spagat. Mit einem Spagat hat er sich verabschiedet. Was ist das hier für ein Irrgarten? Da ist noch was. Müssen wir hier kaputt hauen. Kaputt hauen. Kaputt hauen. Also irgendwelche Kinder haben das hier auf Klassenfahrt da hingebastelt. Oh, hier ist neuer Mondgeist. Und ich komme an und hau dann einfach kaputt. Du. Der Geist ist bestimmt da. Ja, ich sehe dich. Hey, lass die Seele in Ruhe. Die Seele in Ruhe, habe ich gesagt. Hey, der hatte noch so viel Leben. Auf einmal ist er platzt da einfach. Ich komme. Hallo. Der kommt weiter. Plump. So, unendlich viele Kisten. Und das Schwert, das rollt irgendwo hin, wo ich es nicht hin sollte. Ja, das können wir uns auch. Hier war doch noch irgendwo so ein Dicker gewesen. Da. Was machen Sie da? Graben. Aha. Da wird gefunden. Verdächtig, verdächtig. Die Leute. Und genau gucken. So, ich glaube, wir sind jetzt hier erstmal durch, ne? Also wir sind bestimmt noch lange nicht durch. Wenn ich mir das so angucke, hier ist doch safe was. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt da. Ich teleportiere mich jetzt dahin, zum wegen heilen, und dann laufen wir dahin. Klingt dann nach einem Plan. Müssen wir auch mal ein bisschen die Dailies hier immer noch machen. Ich will jetzt auch nicht die ganze Nacht aufnehmen. Da habe ich mich jetzt geheilt. Wir sind geheilt, ne? Hast du mich geheilt? Hast du mich geheilt? Was macht ihr hier? Verdächtige Aktivitäten. Guck mal, da ist noch eine Kiste. Da oben haben wir noch so ein Gedöns. Was randelt ihr der denn so rum? Voll am Durchdrehen, so, was machst du hier? Haben gerade Mittagspause. Plum. 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 Dankeschön. Kisten ohne Ende, Kisten ohne Ende. Die kann man ja auch einsammeln, ne?
Ah. Ein Gecko. Ein weißer Gecko oder so. Und Pferdeschwänze. Und da rennt noch irgendwas rum. Und ein Frosch war da auch, habe ich gesehen. Und noch so ein Gecko. Da brauchen wir noch Gedönse. Guck mal, hier waren wir noch gar nicht so, ne? Komm her. Guck mal, er hat Angst. So, das haben wir ja hier. Bam. Und du? Ach, da hinten auch noch. Ja. Ach, da auch noch. Okay. Ja. Dankeschön. Und einen Ogolussen haben wir auch noch. Dafür brauchen wir auch noch mal eine Statue. So. Statue hier. Nee, ich glaube, das sind. Doch, reicht. Die sind auch verdächtig hier. Habt ihr eine Kiste bei euch? Was wollt ihr denn? Also die meisten wollen nur mal rumbocken, ne? Nee, die haben nichts Verdächtiges. Nee, nee. Aha, unter der Brücke. Meins. Komm her. Hier ist auch noch ein Ogolus. Was sind hier so viele Ogolussen? Waren wir hier noch nicht? Da ist noch eine blaue Quest. Was auch immer blau ist. Blau ist irgendwie Peinum-Quest oder so, ne? Okay, oben nicht. Dann ist der Ogolus unter der Brücke. Jawohl. Aber nicht oben, dann unten, ne? Da ist noch eine Seele. Wo wollen sie hin? Ah, der will da hinten hin. Was war denn? Geht mein Phönix da hoch? Ja. Ein Phönix rennt da einfach hoch, eiskalt. Ein Dichter. Kishnonende, Kishnonende. Pam. Wer kämpft denn da noch? Ach lol. Was tut denn der? Von hier hinten? Quatsch, so weg mit dir. Und du? Autsch. Das ist ein Pferdeschwanz noch. So. Oh, bitte verzeih. Ich erlaubte diesen Anblick, mich abzulenken. Womit kann ich helfen? Was machst du da? Betäubt von Rauschen des klaren Wasser, wissend, dass es nie zurückkommen wird, labe ich mich an dieser Wonne und rezitierte Gedichte. Sieh, Reisende. Der Bishui-Fluss verzweigt sich im Dihua-Moor. Ein Zweig fließt gen Norden und bringt Mondschatt das klare Wasser, mit dem es seinen Wein herstellt. Der andere fließt nach Süden in das weite Meer. Wie könnte man bei diesem Anblick nicht frohen Mutes sein? Hm. Da hinten ist auch noch eine Kiste. Okay.
einfach weg. Das war, glaube ich, gerade eine blaue Quest. Aber wir kriegen ja nicht mal was dafür, ne? Quatsch. Oh, wie er dagegen geklatscht ist. So, wo ist mein Obolus? Da. Götti! Hab ihn. Hab ihn. So, haben wir hier noch was? Ja, noch ein Obolus. Und Windrad. Jawohl. Mal diese Windräder. Warte mal. Das ist das Gebiet, wo ich doch gar nicht hin will. Hier möchte ich noch nicht hin. Aber den Obolusen, den hole ich mir trotzdem. Und wenn wir schon mal da sind, können wir auch den Teleporter holen. Ach, da bist du. Hui. So, dann müssen wir jetzt so machen noch. Upp. Ui. Hat er gefallen. Ja. Tschi. Oh. Oh. Da ist auch noch ein Obolus. Alter. Wie viel haben wir jetzt bitte heute eingesammelt? Das ist ja schon nicht mal normal. Nein! Doch, nö. Stirbt da auch noch dran. Wegen dem kleinen Sprung da. Da ist noch eine Seele. Oh, was? Ich hab mich erschrocken. Wo kämpft er? Was macht Fischl da? Fischl kämpft gegen die Mauer. Die zeigt jedem, wie gut sie ist. Kiste. Wo ist die Seele jetzt hin? Seele. Seele? Seele, wo sind sie hin? Sie raus? Ist sie rausgeflogen? Oh, wer bist du denn? Kein Glück gehabt. Was ist passiert? Oh, Reisender, du kommst gerade rechtzeitig. Ich war noch dabei zu recherchieren. Du weißt, wie man diese Flecken Erde nennt, oder? Dingje Dorf. Oder anders gefragt, verstehst du die Bedeutung des Namens Ginger? Welchen Aspekt davon? Ich meine natürlich die Geschichte und Bedeutung dahinter. Man sieht dir die Unwissenheit förmlich an. Hast du schon einmal den Namen Chi gehört? Legenden zufolge ist Chi eine drachenartige Bestie aus dieser Gegend. Nachdem Rex Lapis Chi besiegt hatte, wurde sein Körper zu Felsen, sein Blut zu klaren Bächen und seine Schuppen zu Reisterrassen. Außerdem entspricht das alte Chi dem heutigen Chinje. Und nach meiner langen und ausgiebigen Recherche glaube ich, dass Chis Überreste vielleicht noch auf diesem Berg zu finden sind. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wozu sollten die Überreste denn benutzt werden? Wozu? Die Überreste eines Dämons, das kannst du dir nicht vorstellen? Welchen Wert es hätte, solche Überreste zu untersuchen? Natürlich. Wie könnte ich etwas aufgeben, das so wertvoll ist? Ich sage das zwar so, aber viele Beweise für meine Theorien habe ich nicht. Letztendlich ist es doch nur eine alte Legende.
Selbst die wenigen Leute, die sie noch kennen, werden selbst bald zu einer. Es war nicht einfach, diese Ruinen zu finden. Ich hatte die Hoffnung, etwas darin zu finden. Leider besetzt noch ein Ruinenjäger diese Ruine und hält dort Wache. Das meinte ich mit Pech gehabt. Ich würde wirklich liebend gern hineingehen, aber es ist zu gefährlich. Also warte ich lieber, bis er weg ist und ich komme später dann nochmal wieder. Du hattest nicht eventuell vor, hineinzugehen und dich ein bisschen umzusehen? Ich würde dich natürlich nicht davon abhalten, nur du musst auf jeden Fall vorsichtig sein, auch wenn es einen Hinweis zum Schatz geben könnte. Es ist nach wie vor nur eine Legende. Es lohnt sich nicht, das eigene Leben dafür zu riskieren. Ach, guck mal, wir haben sogar eine Quest gekriegt. Alles easy peasy. Dann mach ich doch mal links hier. Dann haben wir hier hoch. Aber dann machen wir nicht heute, dann machen wir auch nicht morgen, das machen wir wahrscheinlich erst in 2 Wochen. So wie ich mich kenne. Oh, schön unter das Höschen wieder kicken. Hier schön mit der Strapse da am linken Bein. Was macht ihr? Jim, 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 Jim. Mataka. So. Teleportation freigeschaltet. Da ist noch eine Herausforderung. Den Ogulus hole ich mir, weil der ist direkt hier am Abgrund des Todes. Was ist denn für ein Abgrund hier? Was macht ihr hier? Was geht hier vor sich, hä? Ja. 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 So. Mal wieder ein Spiegel reingepfeffert. Weil das lasse ich doch hier nicht einfach liegen. Das nehme ich hier brav mit. Das ist mir natürlich dann auch in dem Moment ein Spiegelei wert. So, jetzt wieder schnell. Dankeschön. Wieso schießt du die Fackeln an? Was stimmt denn nicht mit dir? Tschung, 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 tschung. Tja, ha, ja, hm. Ah. Ich muss jetzt erstmal hier mit... Erstmal hier, zack. Ich dachte nur die Viecher besiegen. Guck mal, da ist noch ein Ogulus. So viele Ogulusen. Ogulusen. Ich frage mich immer noch, wo die Seele hingeflattert ist. Da oben müssen wir noch hin. Da und da. Okay. Da ist die Seele. Delok braucht das anscheinend schon wieder. Wieder mal von hinten. Hat er schon mal gebraucht. Oh Mann, oh Mann. Jetzt halt dich doch mal irgendwo fest. Und geh noch mal hoch. Wie so ein Mann. So. Jawohl. Nicht runterfallen. Wo ist die Seele? Utsch, weiter. Hübsche Truhe? Oh. Gar nicht gesehen. Nur gelesen. Hui, upp. Guck mal, 3 Kisten kriegen wir jetzt. Die da. Die da.
Und die da. Und was ist das? Kann ich dich ernten? Was bist du? Hallo? Was geht hier ab? Guck mal, mit 100 Leben überlebt. Wie starren. Was ist das? Hat das jemand hier hergestellt? Was habe ich denn hier gestartet gerade? Was passiert? Oh, da ist dieser Runenwächter. Okay, den lasse ich erstmal sein. Aber wie gesagt, das... Eigentlich wollten wir hier gar nicht hin. Wollten nur mal reinkicken. Da können wir später immer noch alles machen. Wir gehen jetzt ganz fleißig zu der Kiste. Die Folge ist schon wieder rum. Ich habe immer noch nicht die Dailies gemacht. Erzähl mir nichts. Hallo, komm so weit. Lass doch mal auf damit. Hallo, der beachtet mich gar nicht. Böp, böp. Mach weg da dein Schild. Rutsch. Kenn ich auch. So. Ja, dann würde ich sagen. Nächste Folge, wa? Ja, dann mache ich noch eine. Eine meiner. Da ist ein Geist. Das kann auch nicht angehen. Tja. Nächste Folge, Kinders. Ich hoffe, du schaltest wieder ein. Ich hoffe, du lässt mir ein Abo da. Und vor allem, ich hoffe, dass dir das Let's Play noch immer Spaß macht. Haust rein. Bis dann. Tschüss.